Ja, hallo, liebe Pfeifenbastler und Pfeifenraucher. Wieder mal, heute was über Holz und eine Pfeife, über die wollte ich reden. Bin gerade fertig mit ihr geworden. Ich habe mir Holz bestellt. Einmal Walnuss. Hier haben wir so einen Kantel. So einen Kantel könnt ihr ja sehen an meiner Hand, wie groß der ist. Euch mal die Zeichnung an. Also wunderschöne Sache, Walnuss. Sehr dichtes Holz. Kann ich nur empfehlen. Es lässt sich super verarbeiten. Beizen spart man sich bei diesem wunderschönen Holz. Also da ist so schöne Maserung, da beizt man nicht. Man kann es vielleicht noch betonen, rein theoretisch, aber ich würde es eigentlich nicht machen. Da würde ich vielleicht mit farbigen Wachsen, Polierwachsen arbeiten, aber mir aber auch nicht. Von der Verarbeitung, wie gesagt, kann ich empfehlen. Ich habe es verarbeitet schon und reagiere nicht drauf. Dementsprechend scheint es also recht wenig Allergene in sich zu tragen. Ist ja für uns Bastler immer wichtig. Ich bin ja nicht der Einzige, der irgendwie Probleme mit irgendwelchen Sachen hat. Wie raucht es sich? Hier zum Beispiel bin ich gerade dabei, mir eine Flakepfanne zu bauen. Mein Bruder findet zwar, dass das ein ziemlicher Humpen ist, aber ich wollte mal was richtig Großes. Ja, wie raucht es sich? Ich habe es geraucht, fand den Geschmack nicht schlecht. Die ersten 2 bis 3 Köpfe, eigentlich nur der erste, aber die anderen merkt man immer noch ein bisschen so die leichte Schärfe, die verschwindet dann aber. Es hat so diesen waldbrandigen Geruch, aber irgendwie hat es auch noch, da ist noch so eine andere Note bei. Ich will jetzt nicht sagen direkt nussig, aber irgendwo scheint es verwandt zu sein. Verschwindet aber wieder, ich kann es eigentlich empfehlen. Man kann natürlich auch eine Einrauchpaste benutzen, wie das geht, wisst ihr, Wasserglas, und einfach Holzkohle nehmen. Ihr könnt jetzt natürlich auch Quatsch kaufen, medizinische Holzkohle. Ich persönlich benutze keine medizinische Holzkohle, weil, hallo, also bin ich blöde und gebe einen Haufen Geld aus, da gehe ich einfach los hier in ein Aquariumladen, hole mir Aktivkohle in eine Tüte oder wenn Mutti grillt, naja, dann klaue ich mir da mal ein bisschen Holzkohle, ist genau das Gleiche. Dann habt ihr diese Schärfe nicht. Aber wie gesagt, ich persönlich finde, ist okay. Ist ein schönes Holz, wie gesagt, lässt sich gut rauchen. Ist auch Kondensatverhalten, ist auch toll, kann man auch nicht meckern. Also kann man empfehlen. Hier zu den Hölzern, die ich dann weiterverarbeiten werde. Also bis jetzt ist es so, dass ich Kirschholz bedingt weiterverarbeiten werde. Für mich privat, aber nicht für, als denn will ich mal jemand was haben, das wäre noch was anderes. Aber Walnuss zum Beispiel bleibt auf jeden Fall drin in der Wertung, so wie eben Ebenholz. Olive ist ja auch immer wieder gefragter Burner irgendwie. Die werde ich dann auch weiterverarbeiten, aber das andere, Kirsch zum Beispiel zum Shapes entwerfen oder überhaupt für Tests und so, da macht es Sinn, aber ja, gut, vielleicht für meine Bauernpfeifen, die ich noch machen möchte. Ja, das war das nächste, denn, was ich bestellt hatte. Ich hatte Kirschholz mir bestellt. Wie ihr seht, es ist nicht so rötlich wie mein Kirschholz, was ich hatte. Mal zum Vergleich, habe ich ein Stück noch hier. Sieht traurig aus. Müsste ich jetzt suchen, habe ich irgendwo noch in der Ecke. Meins ist ziemlich rötlich. Liegt daran, dass es eine Süßkirsche ist. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwas Ausländisches ist oder irgendwie vielleicht ein Ziergehölz, weil das ist ja das Problem. Kirsche ist ja nun mal nicht Kirsche. Da gibt es Sauerkirsche, Zierkirsche, ja, chinesische, nee, japanische Zierkirsche. Also können wir nicht sicher sein, was wir da für eine Kirsche kaufen. Also wir achten darauf, dass sie rötlicher ist. Ja, dadurch ist sie vielleicht, weil es eben keine Süßkirsche ist, nicht so zuckerhaltig und hat auch nicht dieses Kirscharoma, wenn man sie bohrt oder verarbeitet überhaupt, auch beim Rauchen, ist eher waldbrandig. Aber lässt sich trotzdem gut verarbeiten. Allerdings beim Polieren, achtet bitte darauf, das weiche Holz.
bei so einem dichten Holz hier wie das, da könnt ihr ruhig mal ein bisschen drücken. Bei sowas hier solltet ihr definitiv eher, stellt euch vor, ihr versucht eine Apfelsine oder einen Apfel mit dem Polierbock zu polieren. Vielleicht sollte man das ja mit einem Apfel mal üben. Vielleicht ja nicht so eine blöde Idee. Dann habt ihr ungefähr den Druck. Weil das Problem an der Sache, in diesen Rillen, seht ihr ja, in den, weiß nicht, in den weichen Zwischenteilen, haut ihr euch sonst das Material raus und wenn er zu doll drückt und dann sieht die Pfeife dementsprechend schmitten aus. Ja, was man mit Kirschholz machen kann, hier das, was wir hatten, da habe ich jetzt gerade eine gebaut. Die ist aufgrund eines Gespräches entstanden, was ich mit Franz hatte. Wir hatten uns unterhalten über Bohrung. Und da kam dann eben zum Gespräch, ist das denn irgendwie negativ? Also konnte er oder ich eben was Negatives feststellen, wenn die Bohrung eben nicht ganz, auch noch mein Flake-Prügel hier, wenn die Bohrung eben nicht zentral ist. Also ob das dann auffällt. Ich persönlich muss sagen, ich hatte natürlich am Anfang nicht immer getroffen und ich kann nicht sagen, dass es nachteilig ist. Letztendlich ist es auch Quatsch, wenn wir mal richtig überlegen. Also, verstehst du, es ist ein Kreis. Es ist doch eigentlich völlig Wurst, wo innerhalb dieses Kreises ich dieses Loch habe. Sofern es sauber ist, nicht ausgefranst ist, und keine großartigen Verwirbelungen liefert. Und aufgrund dessen habe ich mir diese Pfeife gebaut. Ich weiß nicht, ob diese Shape existiert. Ich habe es noch nirgendwo gesehen. Solltet ihr das schon kennen? Gut. Manche Sachen werden ja zweimal erfunden. Wenn nicht, naja, ich nenne sie erstmal Sidepoker. Ja, guckt mal. So sieht sie von oben aus. Ja, das sind meine ersten Rustizierungsversuche hier auf Kirsch. Bin ich wirklich jetzt sehr begeistert davon, aber ja, Holm viereckig, seht ihr ja. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre das Mundstück auch viereckig, aber hab leider nur mal die da. Wenn ihr es euch jetzt genau anguckt, werdet ihr euch fragen, bitteschön, wie soll denn da jetzt genau die Bohrung in der Mitte sein? Das ist der Witz. Sie ist trotzdem in der Mitte. Nur ist sie mittig an der Seite. Und zwar habe ich den Bohrer, der lief durch und kratzt die Kammer hier sauber an. Dadurch haben wir eine seitliche Mittelbohrung. Und ich kann euch versichern, ihr wisst ja, der Klang klingt gut. Ich habe sie schon geraucht, bevor ich sie fertig gemacht habe. Ja, macht man eigentlich umgekehrt, aber ich wollte wissen, macht es denn überhaupt Sinn? Und sie hat sich wirklich hammermäßig geraucht. Ich habe sie bis unten durchgeraucht und kann jedem sagen, der Pfeifen baut, traut's euch. Also wie gesagt, ich habe da jetzt, falls das mein Shape jetzt ist, ich habe da keinen Anspruch auf meins. Das ist Blödsinn. Wenn das jemand gefällt, im Gegenteil, würde mich natürlich freuen. Ja, guckt es euch an. Also ich finde es echt genial. Ja. Es ist einfach schön. Jetzt sagt ihr euch, welchen Sinn macht denn das, diesen Kopf jetzt an der Seite zu versetzen? Ganz einfach. Ihr glaubt ja nicht, wie schön die Haptik ist. Ich glaube, ihr sagt dazu Haptik zum Anfassgefühl. Es liegt weil einfach so toll in der Hand. Das hat so ein bisschen was vom... vom Pistolengriff, ja, den man so auf seine Hand anpasst. Ich weiß nicht, ihr Schützen, falls da Schützen bei euch sind. Ihr kennt es ja, wenn man den Griff eben sauber auf seine Hand anpasst. Habe ich auch gerne. Ja, einer meiner Hobbys, schießen. Ja, wieso sollte ein Vegetarier nicht schießen können? Hat da eine mit einem anderen nichts zu tun. Ja, und da finde ich es natürlich auch schön. Und von daher... So genial, das gefällt mir so gut, davon werde ich mir mehrere bauen, auf jeden Fall. Und dann aus Brühe, das ist nämlich Kirsch. Ja, so kann man Kirsch gestalten, sieht doch cool aus, oder? Ja, bin richtig zufrieden. Ja, und wo sie jetzt fertig ist, werde ich mir jetzt gleich meinen Tim schnappen, den rauche ich immer noch gerne.
gehört wirklich zu meinen Oldest Smokes, zu meinen Alltagstabaken. Tim No Name Weiß, echt völlig genial. Ja, und demnächst kommt doch endlich mein Tim Gold wieder, der Flake, der fehlt mir. Weil, wenn die fertig ist, muss ja schließlich einflakern, ja. Da muss ich noch kicken, muss ich noch sehen, dass ich mir noch ein passendes Mundstück mache. Ich überlege dann jetzt hier nochmal mit einer weißen oder beziehungsweise beinfarbenen Kugel weiterzugehen und dann vielleicht so mit mehreren Kugeln kleiner werdend und hier vielleicht noch, lasst euch überraschen, ich zeige es euch, wenn sie fertig ist. Ja, gut, wollte ich euch einfach mal zeigen. Ja, bin ich richtig stolz, weil die hat so eine tolle Anfassqualität. Tja. Das wäre was für unseren René wahrscheinlich gewesen. Der mochte sowas ja auch. Naja. Gut. Soll es erstmal gewesen sein. Momentan passiert nicht viel bei mir. Material, um mir meinen Bandschleifer zu bauen und so, ist nicht da. So einige andere Sachen müssen auch leider warten. Ab und zu werde ich dann jetzt mal ein Pfeifchen vorstellen. Demnächst werde ich dann Brühe kriegen. Ich warte. Italien, beeil dich. Und dann könnt ihr gespannt sein, was ich so alles bastel in der nächsten Zeit. Ja. Vielleicht könnte ich ja noch einen Tipp bringen. Und zwar hatte ich nämlich ein Problem, das bringe ich noch so am Rande. Ich hatte mit meiner Bohrmaschine, mit meiner Standbohrmaschine ein Problem, dass der Tisch gebrochen war. Und davor war auch die Bohrung immer nicht gerade. Also der Winkel hat immer nicht gestimmt, weil der Tischsäge immer verzogen hat. Und da habe ich dann einfach jetzt gerade, was heißt gerade, also heute Morgen hat es mich dann gepackt. Und guckt mal, Moment, so, dass ich das auch sehe. Ich habe den Tisch einfach gekürzt. Jetzt habe ich so eine kleine Bulldog sozusagen. Da ich sie ja sowieso nur für Pfeifenbau benutze, ich kann euch versichern, es ist enorm. Es ist wirklich ein Unterschied. Es macht echt Sinn. Kann man wirklich nur empfehlen. Jo, gut. Alle klar, Leute. Ja, dann bis zum nächsten Video. Und tschö.